Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich diesen Antrag gesehen habe, habe ich mich ja gefragt, liebe sogenannte alternative Fraktion, wo waren Sie eigentlich vor 2 Wochen? Wo waren Sie vor 2 Wochen am Dienstag, als der ELA-Begleitausschuss im Ministerium tagte, wo wir alle als Fraktion einen Sitz haben und wo wir genau diese Fragen diskutieren? Wo waren Sie da? Also Sie können hier so einen Antrag ja stellen, aber da wird fachlich darüber diskutiert. Da ist ein Vertreter der EU-Kommission, der hat aufmerksam zugehört, was wir gesagt haben zum Punkt Bürokratieabbau, wie wir uns das vorstellen, dass da Belastungen sind, die runter müssen. Das ist auch hier Konsens. Das haben meine Vorredner ja auch schon gesagt. Und der Punkt ist aufgenommen von der EU-Kommission, der wird bearbeitet werden. Und wenn Sie ein bisschen auf der Höhe der Zeit der Debatte wären, was die GAP angeht, dann wüssten Sie längst, dass das genau angegriffen wird. Die Frage des Greenings, also dass Sie da alles erwähnen, das ist alles überholt an der Stelle, was Sie mit diesem Antrag hier wollen. Was einen wirklich entsetzt, Ihr Antrag zielt doch darauf ab, zu sagen, man muss die Umweltstandards runterfahren, weil dann kann man billig produzieren. Und da, Herr Diekhoff, wo ist er genau, da sind wir dann mal einer Meinung, es gibt gesetzliche Standards, die sind einzuhalten. Die sind ganz einfach einzuhalten. Wir wollen nicht, und das will keiner der anderen Parteien hier im Landtag, Sie wollen das vielleicht, wir wollen nicht zum Beispiel auf 100 Milligramm Nitrat wieder hoch, damit es irgendwie einfacher wird. Wir wollen nicht wieder Atrazin zulassen, weil man dann vielleicht im Pflanzenschutz, im Maisanbau 1/4 weniger Kosten hat. Das wollen wir alles nicht. Das ist genau der Punkt. Sie scheinen da anderer Auffassung zu sein. Wir sind der Meinung, dass die allermeisten Umweltgesetze, die wir haben, sehr wohl eine Geschichte haben, auf etwas reagiert haben, was nicht stimmig war. Und von daher wollen wir diese Standards überhaupt nicht absenken. Und insofern ist Ihr Antrag auch komplett überflüssig. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, dieser Standort, wir können ja mal einen Blick weggehen von der Landwirtschaft, wir gucken mal auf andere Bereiche unserer Wirtschaft. Andere Bereiche unserer Wirtschaft sind weltweit führend, trotz hoher Auflagen, die wir hier haben. Industrieunternehmen könnten auch den ganzen Tag jammern und sagen, was haben wir für hohe Umweltauflagen, was haben wir für hohe Kosten. Tun sie aber nicht an der Stelle. Und es sind nämlich genau diese Standards, die es ermöglichen, dass man hervorragende Produkte erzeugt und am Weltmarkt mitspielen kann. Und ich sage Ihnen auch noch etwas. Es ist ja gar nicht so, dass unsere Landwirtschaft nicht in der Lage wäre, in Europa mitzuproduzieren, Produkte zu erzeugen, Milch zu erzeugen, zu Preisen, die eben auch auskömmlich sind. Von daher sehe ich da die Gefahr auch nicht. Ihr Antrag zielt insgesamt komplett am Thema vorbei. Er ist überflüssig. Ihr Nichterscheinen im ELA-Begleitausschuss zeigt, dass Sie eigentlich überhaupt kein Interesse haben am Thema. Wir lehnen ihn ab.